Herzlich willkommen bei der Machiavelli Group, Ihrem Partner für professionelle Kaffeezubereitung. Was 1932 begann, hat sich bis heute zu einer weltweit agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Beste Qualität in der Tasse, das ist die Unternehmensphilosophie von Machiavelli. Das sagt auch etwas über Ihre Ansprüche aus. Was können Sie uns dazu erzählen? Die Firmenphilosophie unseres Hauses beschäftigt sich damit, dass wir ganz klar in den Fokus stellen, die Qualität in der Tasse. Denn die Qualität in der Tasse sorgt halt bei unseren Kunden für entsprechende weitere Kundschaft. Das bedeutet, Qualität in der Tasse ist gleichzusetzen mit dem Thema Erfolg. Darauf bauen wir unsere gesamte Technologie auf. Sie sehen es hier mit dem Thema IQ Brewing zum Beispiel. Gefühl für Technik, für Kaffee. Das sind Elemente, die bei uns im Fokus stehen, um die Qualität in der Tasse zu realisieren. Darauf sind unsere Technologien aufgebaut, in Form von Vollautomaten und von Siebträgern. Also Qualität per Knopfdruck oder Qualität auf traditionelle Siebträgerart. Dafür haben wir unterschiedliche Technologien entwickelt. Wie zum Beispiel stellen wir hier auf der Messe mehrere Weltpremieren vor. Das Thema Aroma Perfect ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Eine Weltpremiere, die wir patentiert haben, indem sich die Brühkammer vergrößert. Damit werden Anwenderfehler, die immer mal gemacht werden, wieder reguliert. Das bedeutet wiederum, die Qualität in der Tasse wird wieder dadurch erreicht. Oder, dass wir hier auf der Messe vorstellen, das Thema IQ Clean, da geht es um Reinigungssysteme. Wir sind also heute in der Lage, unseren Kunden Systeme anzubieten, die von der Reinigung her um ein Vielfaches, den heutigen Standard um ein Vielfaches übertreffen. Das hängt dann wieder damit zusammen, dass man die Betriebskosten reduzieren kann. Alles ist HACCP-gerecht. All diese Themen sind damit auch verbunden. Wie groß ist die Innovationskraft und welche Bedeutung hat sie für Machiavelli? Die Innovationskraft ist bei uns in unserem Hause eine absolute Priorität. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Dinge entwickelt, die wir jetzt in die Märkte, wir sind heute in 50 Märkten vertreten, in 50 Ländern dieser Welt, die wir heute in diesen Ländern auch entsprechend in die Märkte einführen. Innovation bedeutet ja gleichzeitig, dass wir auch da wiederum dafür sorgen, dass unsere Kunden weiterkommen und dass wir stärker die Qualität in der Tasse weiter fördern können und damit den Erfolg unserer Kunden mitgestalten können. Somit haben wir auch jetzt zur Messe hier in Hamburg eine Kooperation präsentiert mit einem namhaften, weltweit aktiven Mühlenhersteller, damit wir auch da wiederum die beiden Innovationen dieser beiden Unternehmen kombinieren können in einer Art Rezept, damit der Kunde vor Ort halt bessere Qualität auch produzieren kann. Sie haben ja schon den internationalen Vertrieb in über 50 Ländern erwähnt. Können Sie uns etwas über die weitere internationale Entwicklung sagen? Wo liegen die Schwerpunkte? Was sind Ihre Pläne? Ja, das kann ich Ihnen sehr gerne sagen. Wir haben einen ganz straffen und strammen Businessplan. Wir sind gerade aktuell dabei, in 5 Ländern eigene Tochtergesellschaften zu gründen, dass wir in diesen Ländern diese Machiavelli-Philosophie und das ganze Know-how, dass wir es entsprechend weitertragen können. Unsere Ziele sind ganz klar definiert. Wir werden qualitativ wachsen. Und der Gesamtmarkt lässt es auch zu, weil wir als Unternehmen mit dieser Performance, die wir ja hier auf der Messe auch präsentieren, sprich Vollautomat und der Siebträger, die Siebträgertechnologie. Und auch jetzt zur Messe haben wir exklusiv vorgestellt unsere neue Serie Selection. Selection richtet sich an die Zielgruppe der Home, Commercial und Office. Bedeutet, dass es seit diesem Monat möglich ist, dass der Kunde für seinen Bedarf zu Hause, für seinen Bedarf im Bereich Office oder Commercial Produkte kriegt im Siebträgerbereich inklusive der Profitechnologie, die wir weltweit vermarkten. Wir haben heute aktuell ca. 250.000 verkaufte Maschinen, die überall dafür sorgen, dass gute Qualität entsteht. Und auf Basis dieser Themen bauen wir unsere Unternehmensstrategie auf. Wir werden in Australien mit einer eigenen Tochtergesellschaft zum Beispiel arbeiten, in vielen zentraleuropäischen Ländern.
Das ist unsere Strategie, die uns und unsere Partner sehr weit nach vorne bringt. Denn das Interesse zeigt sich auch hier sehr stark. Wir haben viele, viele Kontakte aus internationalen Märkten, die sich für diese neuen, nochmals verbesserten Technologien sehr stark interessieren. Für die internationalen Kunden sind Sie und Ihr Team die Ansprechpartner bei Machiavelli. Welche Position haben Sie im Unternehmen und was sind Ihre Aufgaben? Also ich bin verantwortlich für den gesamten internationalen Vertrieb, das heißt alle Länder, in denen Machiavelli schon seit 2004 aktiv ist, kombiniert durch die Länderbereiche der Firma Rinneka, die wir Anfang dieses Jahres akquiriert haben, sodass wir ein gesamtheitliches Vertriebsnetz momentan haben durch die Überlappung der Kundengruppen Machiavelli und Rinneka. Ein weltweites Vertriebsnetz. Machiavelli ist sehr, sehr stark. Wir haben uns erstmal fokussiert auf den Vertrieb in Europa, wohingegen Rinneka sich stark fokussiert hat auf den Vertrieb in Asien, Australien etc., sodass wir jetzt ein umfassendes Vertriebsnetz haben. Was sind Ihre Ziele speziell in der nächsten Zeit? Was ist geplant? Wir setzen natürlich auf Wachstum. Das heißt, wir werden die bestehenden Kunden weiter ausbauen. Wir werden sehr engen Kontakt zu den Kunden pflegen. Es wird mehr ein Miteinander sein als ein Verkauf mal unsere Produkte, es wird ein Miteinander sein. Also wir haben sehr, sehr viel Marketingunterstützung, wir haben Unterstützung hinsichtlich Werbematerialien, die wir auch branden mit dem Kundennamen. Wir haben eine Homepage, wir haben Aufkleber, wir haben Messeunterstützung, wir haben alles, sodass der Kunde nicht alleingelassen wird mit seiner Arbeit, sondern es wird eine gemeinschaftliche Arbeit sein, um Machiavelli und Rinneka in der Welt weiter voranzubringen. Herr Göring, als Gründer und Geschäftsführer der Gesellschafter von Machiavelli, können Sie uns etwas zur Geschichte des Unternehmens sagen und mit welcher Vision Sie es damals gegründet haben? Unsere Vision oder die Passion ist eigentlich, aus der die Vision entstanden ist, ist immer die professionelle Kaffeeverpflegung gewesen. Und Sie stellen sich dann irgendwann die Frage, wo kann das hinführen, wo wollen Sie damit hingehen, und daraus entschließen Sie eine letztendliche Möglichkeit, dass Sie sagen, das mache ich jetzt. Die Idee war in 2005 etwas zu machen, etwas zu revolutionieren, eben die professionelle Kaffeeversorgung. Und da ging es um den Anspruch, möglichst einfach, mit einfachsten Möglichkeiten produzieren, bei One-Push-Button, also auf Knopfdruck, möglich die Themen ordentlich zu bringen, alle Kaffeespezialitäten, aber immer mit der besten Qualität und mit der besten Produktqualität in der Tasse. Das war unser Anspruch. Dahingehend suchen Sie Technologien, entwickeln Sie weiter, bringen Sie in ein anspruchsvolles Design und können daraus dann letztendlich ein tolles Produkt machen und damit wachsen. Hier auf der Messe sehen wir neben vielen Vollautomaten, mit denen, wie Sie gerade gesagt haben, alles angefangen hat, auch Siebträgermaschinen. Was können Sie uns dazu sagen? Absolut. Ein junges Unternehmen wie Machiavelli, was natürlich immer aus dem Hightech-Bereich kommt, auch so angeschoben war in dem Bereich Vollautomaten, darf nicht blind sein und muss natürlich hier auch den Gegebenheiten, eben wie schon angesprochen, der professionellen Kaffeeversorgung da auch folgen. Und so ist in den vergangenen Jahren ein starker Trend zu erkennen gewesen, auch wieder zurück zum Handmade, zum handwerklichen Kaffee für manche Absatzkanäle. Somit haben wir also gesagt, okay, wir müssen hier, um das komplette Portfolio anbieten zu können und unsere Kunden einfach glücklicher noch machen zu können, als sie ohnehin schon sind, muss man sich dem Thema der traditionellen Kaffeeproduktion annehmen. So sind wir auf das Thema Siebträger gestoßen. Nach einer Selektion von über 6 verschiedenen Firmen, die wir durchleuchtet haben, die wir uns angeschaut haben, sind wir eben Ende letzten Jahres auf den letztendlich perfektesten aus unserer Sicht sitzen geblieben, wenn ich das mal so nennen darf. Das war die Firma Rinneka. Rinneka, ein Traditionsunternehmen, seit 1932 produzieren dort fleißige Mitarbeiter in Kontinuität hervorragende Qualität an Espresso-Siebträgermaschinen für den professionellen Einsatz. Das haben wir jetzt angeschaut. Wir waren von den Patenten und von den Möglichkeiten dieser Firma beeindruckt. Und da es dort im Hause mit der Nachfolge noch nicht so ganz klar war, der ehemalige Besitzer Patrick Zimmermann hatte keinen Nachwuchs aus der eigenen Familie. So haben wir nach mehreren Gesprächen dann uns dazu entschlossen, die Rinneka in die Machiavelli zu integrieren. Somit sind wir heute, mit stolzer Brust sagen, dass wir eines der ältesten und eingesessenen
Kaffeemaschinen produzierenden Unternehmen sind, seit 1932, aber doch eben uns der modernen Technologie, der Vollautomaten, eben seit 2005 verschrieben haben und dort hervorragende Qualitäten der Tasse produzieren. Wie eben schon gehört, sind Sie in über 50 Ländern vertreten. Können Sie uns einen Ausblick geben, in welche Richtung es weitergeht? Vor allem mit dem durch die Siebträgermaschinen erweiterten Produktportfolio. Wo sehen Sie besonders dafür die Kunden? Wir haben jetzt angefangen mit unserem Aroma Perfect. Aroma Perfect, neues Patent, das heißt der variablen Brühgruppe. Damit haben wir es geschafft und revolutioniert, den Bereich der Siebträger einfacher zu bedienen. Das ist jetzt auch für nicht wirklich den perfekten Barista, ist man in der Lage, damit auch einen hervorragenden Espresso zu produzieren. Damit ergeben sich natürlich die Länder, die nicht unbedingt kaffeeaffin sind. Also neue Märkte in dem Bereich Asien, aber natürlich auch im osteuropäischen Bereich, wo man jetzt durch diese Technologie auch im Siebträger mit handwerklicher Tradition vereinfacht hervorragende Kaffeequalität produzieren kann. Also ganz klarer Anspruch, Wachstum in den Ländern, wo Kaffee zwar Luxus ist, aber dennoch nicht in der vollen Kraft so durch den Markt integriert ist. Machiavelli, Excellence in Coffee Technology.